Ja, herzlich willkommen zum Modul E Artefakte erstellen. In der Episode 2 beschäftigen wir uns damit, dass die Episode 1 fortzuführen und jetzt uns aber genau anzuschauen, wie kann man denn zusammenarbeiten. Das ist ein großer Vorteil vom Internet, dass man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Und da sich auch das Studium und auch die Arbeitswelt immer mehr in Richtung Gruppenarbeitsprozesse orientiert, sollten Sie auf alle Fälle diese Episode ganz genau studieren. So, einer der Basisdienste beim kollaborativen gemeinsamen Arbeiten ist ein Wiki. Es kommt aus dem hawaiianischen Wiki. Wiki heißt dort schnell und ist eine Art gemeinsame Webseite, auf der jeder Inhalte ergänzen und verändern kann. Wir haben ihn nochmal, hier sehen Sie ein Bild, ja, da gibt es ein Video dazu. Das haben wir Ihnen auch nochmal in die Episode hineingestellt. Da wird nochmal erklärt, wie ein Wiki funktioniert. Wiki ist auch die Grundlage von Wikipedia. Da können alle Leute mitschreiben und die Inhalte der Online-Enzyklopädie erstellen. Andere Merkmale von Wikis: einfache Bedienbarkeit, Bearbeitbarkeit. Bedienbarkeit, ja, das ist, glaube ich, nicht immer der Fall. Es gibt verschiedene Wikis, die einfach oder schwerer zu bedienen sind. Man kann in einem Wiki mehrere Seiten erstellen, dadurch kann man dann tatsächlich eine Struktur aufbauen. Es gibt eine Versionsverwaltung, das heißt, jede neue Version erzeugt eine alte Version, will heißen, man kann immer wieder zurückgehen und sich anschauen, wer hat was bearbeitet. Und bei der Benutzerverwaltung kann man wählen, ob man es ganz offen macht, jeder darf einfach reinschreiben. Das kann manchmal Vandalismus hinter sich herziehen. Es kann halboffen sein, dass man es sich anschauen kann, sich anmelden kann und dann mitarbeiten kann, oder ganz geschlossen. Das wäre zum Beispiel für eine Arbeitsgruppe vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, wir arbeiten ganz geschlossen, niemand kann sonst reinschauen, nur wir. Dadurch brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass wir da irgendwas vielleicht Dummes oder sowas hineinschreiben. Dadurch schließen Sie natürlich auch alle anderen Personen aus, die Sie vielleicht dazu einladen könnten und die dort Ihnen vielleicht helfen könnten. Es gibt Benachrichtigungen über Änderungen, das heißt, Sie können so eine Watchlist anlegen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn irgendjemand an der Seite, die Ihnen am Herzen liegt, Veränderungen gemacht haben. Die können per Mail oder per RSS versendet werden. Arten von Wikis: es gibt Wikis, die als Open Source bereitgestellt werden. Das heißt, Sie können die auf einem Server, auf einem Webspace von Ihnen installieren. Es gibt auch proprietäre Dienste, Wikis, die kosten dann halt einfach Geld. Es gibt rein offene und es gibt geschlossene Wikis. Es gibt Wikis, die standalone sind, zum Beispiel das Media Wiki, auf dem Wikipedia läuft, oder Wikis, die in anderen Applikationen eingebunden sind. Zum Beispiel in StudIP haben wir auch ein kleines Wiki, das ist eingebunden in StudIP. Man könnte noch nach dem Wiki-Konzept unterscheiden. Herkömmliches Wiki versus semantisches Wiki. Semantische Wikis sind der Versuch, so ein bisschen mehr inhaltliche Intelligenz reinzubringen, dass das Wiki einen dann darauf hinweist, welche Seiten noch dazu passen etc. Das ist, glaube ich, wirklich noch Forschungsgebiet, aber wie immer, wir sind ja im Studium und deswegen kann man sich genau mit solchen Sachen, sollte man sich beschäftigen und Spaß dabei haben. Das heißt, wer mal ein semantisches Wiki ausprobiert, soll uns bitte davon berichten. Man kann sehr schön das vergleichen, die Wikis, nach seinen Anforderungen. Dazu geht man auf die Wiki-Matrix, den Link haben wir Ihnen eingestellt. Da können Sie, wie es schon so schön dasteht, compare them all, kann man sie alle vergleichen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Wiki-Engines, also Wiki-Software. Und da gibt es eine sehr, sehr große Menge. Und ich will hier nur ganz kurz ein paar vorstellen. Im MediaWiki ist das Wiki und auf dem auch Wikipedia läuft. Insofern ist es wirklich auch ein sehr gebräuchliches Wiki und es gibt sehr viele Möglichkeiten, dort das zu erweitern mit Plugins und man kann auch sehr schöne Benutzerschnittstellen, Templates drauf tun,
so dass es eigentlich sehr, sehr schön aussieht und nachher gar nicht mehr so sehr aussieht wie ein Wiki. Und auf der anderen Seite gibt es sehr kommerziell genutzte Wikis, wie zum Beispiel Confluence oder Wetpaint. Die sind kostenpflichtig zumeist. Bei Wetpaint gibt es die Möglichkeit, ein bisschen für Educational Customers, also für Leute an Unis, das teilweise kostenlos zu nutzen. Schauen Sie mal auf die Links drauf. Wetpaint ist sicherlich einer der Dienste, die recht einfach zu bedienen sind und die nicht ganz so kryptisch sind. Ja, das ist ein Beispiel für eine Wetpaint-Wiki, was man hier im Vergleich zu einer Wikipedia sieht, ist, dass man hier so einen großen Knopf hat, Easy Edit. Wenn man auf den klickt, dann öffnet sich so eine Bearbeiten-Toolbar und man kann hier ohne irgendwelche besondere Auszeichnungstechniken, Dinge, Fett etc. machen. Das Schöne dabei ist, dass man hier so eine Übersicht hat des, des gesamten Wikispaces. Also es ist im Grunde wie ein Inhaltsverzeichnis und man kann sehr einfach eine neue Seite erstellen, indem man auf Add a New Page klickt und dann hier eine neue Seite einfügt. Das ist sicherlich ein bisschen einfacher, als wenn Sie auf Wikipedia sich, so, gehen wir mal zum Eintrag Wiki und da melden wir uns auch kurz an und wenn wir jetzt hier auf Seite bearbeiten klicken, sieht man, dass man viel mehr plötzlich solche Auszeichnungen hat, wie das hier zum Beispiel ist ein Link und hier werden Sachen dick und fett gemacht. Man kann bestimmte Sachen jetzt auch mit so, mit, ja, mit so einem Auswahlformular hier machen, aber im Endeffekt muss man doch sagen, dass es ein bisschen technischer ist und wenn man es immer hier vergleicht hiermit, sieht das schon ein bisschen übersichtlicher aus. Also das heißt, solche Wikis sind eine gute Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten. Es gibt verschiedene Anbieter, die einfach oder weniger einfach zu benutzen sind. Sie können allerdings auch das Texte etc. zum Beispiel mit Google Docs machen, das wir vorhin gesehen haben. Das stellen wir gleich nochmal vor in der Präsentation. Potenziale für das Studium, klar, also man kann einfach Inhalte erstellen, man kann sie einfach verändern gemeinsam, man kann Wissen verknüpfen, alle können zusammenarbeiten, es geht sehr, sehr schnell und es ist sehr unkompliziert, man muss nicht so viel irgendwie sich absprechen. Es kann natürlich auch dazu führen, dass man dann tatsächlich sehr unstrukturierte Dokumente kriegt und ein totales Tohuwabohu. Insofern würde ich also dieses Thema ohne HTML-Kenntnisse, das stimmt, aber man muss schon ein bisschen mehr Aufwand hinein reinstellen. Man kann Wikis nicht mit jedem Kommilitonen und jeder Kommilitonin bauen. Das ist schon für die Personen, die so vielleicht ein bisschen technischer orientiert sind. Aber man kann es halt, sobald man Internetzugang hat, von überall darauf zugreifen. Das Wichtigste ist sicherlich wirklich diese Versionsverwaltung, die einen anzeigt, was passiert ist und wo man auch wieder zurückspringen kann, die einen aber auch einen Lernprozess sichtbar machen kann. Also als Beispiel im Studium wären dann Dinge wie zum Beispiel für das Brainstorming, eine Projektplanung, man könnte sogar für ein E-Portfolio nutzen, das Abhalten von Webquests, also der Suche nach Inhalten, Besprechung, Diskussion. Sie sind schon eingesetzt worden als Kommunikations-, Kooperations- und Lernmedium. Man kann darin Gebrauchstexte verfassen, also gerade im Rahmen von der Vorlesungsmitschrift wäre es sehr gut zu nutzen, dass man dort das dokumentiert, auch Protokolle für ihre Arbeit in der selbst universitären studentischen Selbstverwaltung und in den Gremien. Sie könnten dort aber auch Seminararbeiten veröffentlichen und die dann entsprechend diskutieren.
Das sehr Spannende ist, dass Sie über das Netz in Echtzeit arbeiten können. Das heißt, Sie können gemeinsam an Artefakten arbeiten, zum Beispiel Texten oder Mindmaps, beziehungsweise auch sich Dokumente gemeinsam betrachten. Wir haben gesagt, so quasi ortsunabhängig, also DSL sollte schon sein für die Arbeit. Mit Modem wird es ein bisschen schwierig. Und damit das wirklich funktioniert, sollte man sich trotzdem alle nochmal, mit denen man zusammenarbeitet, vielleicht ja, in der GW2-Cafete nochmal zusammensetzen und denen das kurz zeigen, dass man mal am Tisch das macht und sich einfach absprechen kann, bevor man dann komplett online und voneinander getrennt das macht. Natürlich, da ist eine erhöhte Disziplin notwendig der Teilnehmer. Das Ablenkungsrisiko ist einfach groß. Man sitzt zu Hause und dann passiert noch irgendetwas anderes. Und irgendwie alle denken, wir arbeiten gemeinsam und nachher arbeitet nur noch zwei und alle anderen haben dann mittlerweile angefangen, tja, die Plätzchen zu essen und sonstige Sachen zu machen. Und wichtig, wie bei allen technischen Sachen, wenn es Probleme gibt, kann das zu Frust führen. Und insofern sollten Sie, ich sag mal, Dienste nehmen, die relativ stabil sind. Es sei denn, sie sind alle sehr abenteuerlustig und dann kann man auch Sachen machen, die mal vielleicht mal nicht ganz so gut funktionieren. Ja, soweit die Quellen für heute. Okay, vielen Dank und bis zur nächsten Episode.